Okay, Leute. Uns fehlen noch zwei Passwörter. Kales und das vom Monetenmann. Wie heißt der nochmal? Wie auch immer. Roquefort. Sie sind beide im Wendeley Tower und fast alle Security-Roboter auf der Insel verteidigen das Gebäude. Nicht so gut. Woher weißt du das? Ich habe eine E-Mail bekommen. Offenbar hat mich niemand aus dem Verteiler genommen. Und selbst ein so großes Ego wie ihres kann diese Security nicht überwältigen, Mr. Chai. Wenn Chai nicht ausreicht, wir haben nicht genug Feuerkraft, um einen solchen Ring zu durchbrechen. Oh nein. Feuerkraft? Ja, ich hatte wieder eine schlechte Idee. Das so seltsam? Ich glaube, ich habe einen Plan. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Hi-Fi Rush. Wir sind hier im Part Nummer 10, Track Nummer 10. Im letzten Track Nummer 8 haben wir Mimosa endgültig von der Bühne in den Orbit gekickt. Damit ist sie hier weg von der Bühne und wir sind wieder am Start. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um, was hier los ist und quatschen mal mit allen Beteiligten und hören uns die neue Story an. Hey Peppermint! Was hast du für uns zu erzählen? Gibt's etwa Familienprobleme? Ich schätze, wir können endlich reden, wenn du magst. Über dich, Kale, deine Familie? Die ganze Geschichte muss warten, aber ich glaube, ich habe das Drängen meiner Mutter, jemand Besseres zu werden, etwas zu persönlich genommen. Maybe. Ich bin ausgezogen und wollte mein eigenes Ding machen. Aber rückblickend wollte sie vermutlich nur das Beste für mich. Du meintest, dein Roboterbein ist von ihr. Ja. Ich hab's bei einem Unfall verloren, als ich klein war. Aber du hast doch zwei kaputte Beine. Ich hab ein bisschen dran gebastelt. Ach, zumindest also sieht dein anderes auch nicht richtig aus. Klingt nach Projekt Armstrong. Im Grunde war's das. Nachdem sie erkannt hatte, was Technologie leisten kann, gründete sie bei Wendeley ein Team zur Entwicklung von Prototypen. Und Kale schreibt diese Geschichte neu. Unverzeihlich. Naja, nicht nur du bist wütend auf ihn. Wir stehen zu dir. Das weiß ich zu schätzen, Chai. Ich glaube, das täuscht bei dem anderen Bein einfach. Ich glaube, ich habe das immer missverstanden, weil ich hatte den Part bis hier immer so gesehen, aber wenn ich es mir genau anschaue, dann hatte ich hier einfach so einen Knieschützer rum. Ich dachte immer, dass das auch nochmal so ein Beinstumpf ist, der hier nochmal in so eine Prothese reingesteckt wird. Aber ich habe das einfach nie richtig erkannt. Ah, okay, sie hat wohl nur ein kaputtes Bein. Ist sie bereit für einen Plan? Ich bin so gespannt, dein Gesicht zu sehen, wenn du meinen Plan hörst. Ich bin vor allem besorgt. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir eine Montage zeigen von all deinen furchtbaren Plänen. Furchtbar grandios. Nein, nur furchtbar. Zugegeben, ja, doch von der Seite sieht man, das ist normal, das stimmt. Zumindest das kannst du. Das ist, weil alles nach Plan verläuft. Na, ich immer weiß wenn nicht. Du sowas machst, sagst du ganz laut, dass du improvisierst. Das ist das Gegenteil von einem Plan. Der ungeplante Plan. Der ultimative Plan. Naja, Chais Plan ist meistens nicht so der beste. Wir gucken mal, ob wir noch hier haben. Wen haben wir noch? Wir haben noch Chai. Korsika. Was hat sie? Wir reden auch mit Korsika wieder eine Runde, wie am Anfang von jedem Part hier. Traurig wegen Mimosa? Ich glaube nicht. Na? Wie fühlt es sich an, eine ehemalige Kollegin auszustechen? Mimosa, ehrlich gesagt denke ich kaum darüber nach. Ihr beide habt sicher nicht gerade nach der Arbeit abgehangen. Oder überhaupt je geredet. Das kann ich mir vorstellen. Ja, sie hatte nur Kale auf dem Schirm. Aber auch der kam erst nach ihrem Image. Zugegeben, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit ging, war Mimosa die Nummer 1. Tja, jetzt ist sie Nummer 1. Was hast du eigentlich mit diesen bescheuerten Hat er eingerissen Witzen? Hier. Die sind furchtbar. Ja. Danke für deine Ehrlichkeit. Korsika, sie sind Alles wirklich gut? furchtbar. Du siehst besorgter aus als sonst. Zum ersten Mal seit langem weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber schlimmer noch, du scheinst es zu wissen. Das macht mir Angst. Du bist zu taktisch. Du denkst nur bis zum Tellerrand. Oh, glaub mir, ich habe das aus diversen Blickwinkeln betrachtet. Ich glaube, sie macht sich mehr Gedanken als Chai. Ich bin so weit weg vom Tisch, dass es gar keinen Teller mehr gibt. Nur irgendwas Rundes. Ja, das trifft zum Besten. Kreis. Nein, es ist abstrakter als das. Diese Unterhaltung weckt nicht gerade Zuversicht. Tatsächlich also nicht, nein. Also lass uns einfach wissen, wenn du deinen Plan zu Ende gedacht hast. Na gut. Und wir gucken noch, was es sonst noch gibt. Schauen wir mal, ob Macron noch was. Oh, wir reden mit dem guten Emotionsroboter Cinnamon und fragen, was bei ihm los ist. Schön, Sie wieder zu sehen, Mr. Chai. Was hat er für uns?
der malt sich immer seine Emotionen auf. Es ist einfach super witzig. Gute Arbeit bei der Show, Cinnamon. Gute Arbeit bei der Vorbereitung unseres Fluchtplans. Ach, ich hab nur einen Schalter umgelegt. Ihr Showdown mit Mimosa war viel aufwendiger. Das kannst du laut sagen. Wir haben eine gute Show geliefert. Naja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Projekt Armstrong Festival. Du hast nicht zufällig ein Video davon? Als Erinnerung an die alten Zeiten? Natürlich nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt. Wusstest du das mit Peppermint, Cinnamon? Ich muss das fragen. Wusstest du, dass Peppermint mit Roxanne Wanderley verwandt ist? Klar, war das nicht offensichtlich? Naja. Ich bin kein Psychoroboter, Alter. Und es war etwas Persönliches. Es stand mir nicht zu, das weiterzuerzählen. Ist ja gut. Das ist so rücksichtsvoll von dir. Natürlich. Ich erzähle ja auch nicht ihre dunklen Geheimnisse herum. Die sind sehr peinlich, wissen Sie? Ja, das wird wohl so sein. Okay. Ist Macaron noch irgendwo? Ja, was spricht er noch? Er ist fett am Trainieren. Was ist los, Jai? Eine Macaron. So. Gibt's hier zu quatschen. Hör auf zu schwitzen. Macaron, du bist ganz schön angespannt. Und wieso auch nicht? Die Sicherheit riegelt alles ab. Jeder sucht nach uns. Und ich weiß nicht, was wir tun sollen. Aber ich weiß es doch. Na, dann spann uns nicht auf die Folter. Ich werd nervös. Immer so nervös. Was kann ich tun, um dich zu beruhigen? Sorry, Chai. Schlechte Angewohnheit. Wenn uns irgendwer helfen kann, dann du. Weiß nicht. Ich kann mich immer auf ein gutes Wort von dir verlassen. Klingt, als gäbe es Spannung zwischen Rogue Four und Sanzo. Weißt du was darüber? Ich weiß nur von den Streits. Die R&D will Geld für die Forschung, die Buchhaltung will alles billiger. Ah! Ich tu mal so, als könnte ich mit Geld umgehen. Aber gute Dinge zu entwickeln ist nicht so einfach planbar. Das lässt sich nicht budgetieren. Roxanne hatte das verstanden. Sie wusste, es braucht Zeit und dank ihr bekamen wir, was wir brauchten. Mhm. Aber für Rogue Four, ihm ging es nur um die Beteiligung. Ich meine, so läuft das Geschäft, aber ich dachte, wir wären mehr als nur das. Nein, das sollte nicht. Als ob sich das ändert, solange er da ist. Also, bleiben wir am Ball. Alright. Abbrechen. Ja, aber was tatsächlich sein könnte, wenn er von mehr Feuerkraft spricht, dass man irgendwas nochmal kriegt, um diese ominösen Tieren dann mal aufzukriegen, die wir jetzt nicht besuchen können. Das wäre tatsächlich möglich, ja. Okay, wir hören nochmal in Chais Gedanken und spielen mit dem Robokätzchen R08808. Sie sehen mich an, als würde ich wissen, was ich tue. Nein, tatsächlich tun sie das nicht. Bitte, Katze. Wir beide waren die Stars der Show. Miau. Und dann geht's auch rein in den nächsten Track, in also Track gut. Nummer 10. Auf geht's. Und los. Der gute MP3-Player. Ein Plan. Ich musste mir einen Plan ausdenken. Die Sicherheit durchbrechen. Nein, nicht bei unserem Zeitdruck. Ich musste drumherum. Oder eher drüber weg. Du brauchst deinen Jetpack. Wie wär's denn, wenn wir dich das nächste Mal aus einer Kanone an deinen Zielort schießen? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, diesen Gedanken. Die ganze Zeit gewusst. Dieses Feuerwerk auf dem Festival musste ja irgendwie gezündet werden. Offenbar passierte das vom Dach des QA-Zentrums in der Produktion. Aber jetzt war es an der Zeit, dass wir mich damit direkt in Rogue Force Büro katapultierten. Der Plan war wasserdicht. Ich weiß noch nicht, ob der so gut ist, der Plan. Statistisch gesehen wenig erfolgversprechend. Das war sarkastisch gemeint. Schön, dass Sie es nochmal untermalen. Doch sein Herz hing dran. Wir konnten nicht Nein sagen. Das Team war einverstanden. So schlich ich nachts in die Produktion. Oh Mann. Das heißt, in Track 10 wird es offensichtlich drum gehen. Wow, was für ein wilder Hit! Ihr habt was verpasst. Unfassbar, dass du echt noch lebst. Das war wohl das Erstaunlichste, was ich je gesehen habe. Ja. Hat er sich jetzt schon weggeschossen? Nie wieder davon reden. Aber hey, ich bin da.
Pass mal auf, Chai. Du musst 808 mit der Kanone synchronisieren. Sobald ich Zugriff habe, kann ich die Flugbahn neu berechnen. Hm. Also offensichtlich bin ich hier schon. Ich dachte, ich muss da jetzt hoch. Aber wie es scheint, bin ich da schon gelandet. Okay, das kürzt das Ganze so ein bisschen ab. Gibt es hier noch was zu finden, wenn wir schon hier sind? Nee, runterspringen kann ich nicht. Ich kann lediglich mit der Kanone interagieren. Do you have what it takes? Come lead our production team. Nein, ich möchte mich nicht bei der Firma bewerben. Danke. Wir sind drin. Cinnamon, du kalibrierst die Koordinaten. Chai, ich habe eine E-Mail bekommen. Sie wissen, dass du da bist. Wow, ich bin immer noch im Verteiler. Cinnamon, wann ist die Kanone soweit? Verzeihung, Mr. Chai, ich brauche einen Moment. Ja, es hat sich einfach angeboten, dass jetzt hier gleich Action ist. Okay, Grün gegen Makron. Wir gehen uns erstmal an den großen Grünen ran, machen seinen Schild kaputt, lassen ihn vom Makron kaputt schauen. Makron, ach wie auch immer, ich merke es mir einfach nicht genau. Jawohl, und den letzten, für die erste Wave ist es wahrscheinlich wieder mit mehreren Waves aufgepeilt. Einer wäre zu langweilig, also das Spiel würde dann... Oh, tatsächlich bin ich überrascht. Normalerweise würden mehrere kommen hier. Meine Vorbereitung der Kanone ist abgeschlossen. Jetzt die Feineinstellung. Ah. Schneller kannst du das nicht? Präzision ist oberstes Gebot. Ich will ja auch nicht irgendwo landen. Ich habe eine hilfreiche Zeichnung von meinem Fortschritt. Da ist sie. Ich hoffe, sie mögen meinen Stil. Stopp die Kanone! Sie dürfen sie nicht zerstören. Das wäre schlimmer als die Zerstörung meiner Konzentration. Das ist komisch. Los geht's, Chai! Okay, wir sehen, wer die Kanone im Target hat, die Kills priorisiert auszuschalten. Und mit unserem Greifhaken macht es das natürlich sehr einfach. Oh Gott, er hat die Kleinen haben es drauf abgesehen. Das macht es zumindest ein bisschen einfacher, weil wenn die Großen auch drauf abwehren, dann wäre es schon schwierig. Bereit. Cinnamon ist fast fertig. Erledige den Rest der Security. Na gut, bring bis zu Ende. Overdrive Slash. Overdrive. Das haben wir sehr gut verteidigt, würde ich sagen. Kurios, mein Signal ist unterbrochen. Irgendetwas stört es. Ach, kommt schon. Miniboss. Bin bereit, komm her. Oh je. Ich glaube, ich habe diese Störung gefunden. Fantastisch, Mr. Chai. Nein. Chai, Timer ist richtig und weich aus. Auf geht's. Bitte sehr. Bin schon da, Chai. Ah, das hat nicht funktioniert. Du musst es nach unten bringen, damit ich die Flammen löschen kann. Dann komm ich ins Spiel. Geht's. Bleib dran. Mach sie rund, Korsika. Ich komme schon klar. Korsika, bitte sehr. Oh oh. Dodge. Jawohl, hat funktioniert. Perfekt im Timing. Okay, nochmal dodgen.
Das hat nicht funktioniert. Da waren wir nicht gut dabei. Nochmal. Shift. Ganz schön hartnäckig, dieser Vogel. Gott sei Dank. Wie wir alle wissen, ist Dodgen und Blocken nicht die Paradedisziplin. Sprichwörtlich sind im Wortwitz. Kann ich immer wieder bringen. Die Parade ist nicht meine Paradedisziplin. Es ist so. Genau, Rogue-Force Büro. Nun fehlt hier nur noch ein Geschoss. Nenn mich ein Geschoss. Er ist so selbst überzeugt, das ist super. Das ist der beste Plan ever. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir fliegen irgendwo hin, wir wissen noch nicht genau wohin. Leute, was ist das? Das hatte ich so nicht berechnet. Gute Nachrichten, er wird den Turm treffen. Ja, aber wo? Nur nicht genau dort, wo ich gefragt habe. Ich bin hier einfach direkt in sein Büro gelandet. Ich bin drin. Ich hoffe, niemand merkt. Ein Tum-Tum-Geschoss, ja. Oh no. Direkt in der Kantine von den Robotern gelandet. Das war nicht so smart. Ja, ich weiß noch nicht. Da krieg ich auch mal meine eine Fähigkeit hier aufgeladen. Und dann genug dodgen. Jetzt. Win-to-win. Peppermint, du bist dran. Komm schon. Rogue Four, räum das Chaos auf. Miau, miau, miau. Schocken. Schocken. Jetzt gibt's wieder ein bisschen was von allem hier. Schilde. Hier runtergeschossen werden müssen. Ah, Mann, wo ist dieses Roboter-Moped hier? Das macht diese Schildsachen. Bleib da. Das sind die super nervigen Einheiten hier, die einfach die alle in den Buff geben hier. So, jetzt müssten zumindest die blauen Schilde weg sein. Wir dodgen mal wieder, laden unsere Fähigkeit auf. Ah, überall Menschen. So, Spezialangriff müssten wir hier nicht mehr raushauen, den können wir uns sparen, zumindest ist ein Teil davon. Wie sie uns hier anfeuern, oder die Gegner anfeuern, je nachdem. Ich weiß es nicht, irgendwer wird angeheuert, ich bin's wahrscheinlich. Ach, ist es euer Ernst? Danke. Du musst hier schnell raus. Bereit? Nein. Und wo kommen sie denn jetzt alle her? Ein Samurai-Kopf. Aber ihn muss man immer so viel parieren. Und parieren mag ich nicht.
bloß mal hier mit. Ja, bitte? Mach doch auf. Ich könnte mal die Arme hoch. Bleib doch einfach hier. Ich komme schon klar. So, don't shoot like you mean it. Wo ist er? Da! Komm her! Ich komme schon klar! Ah, er ist so schnell immer von irgendwo nach anderswo gejumpt. Du schaffst das, Mac! Weil ich glaube, ich beim nächsten Mal Fähigkeit kaufen doch hier Macron ein bisschen mehr Schaden noch hinzugeben würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht ganz, aber es hat gereicht. Schon bereit für mehr? Geh da rein und verleib dir den Wieso? Würde sich die Spezialfähigkeit anbieten, als ob ich krieg's nicht lang genug gedodged. Das ist ganz, ganz wild, einfach ganz wildes Durcheinander hier, einfach nur völlige Eskalation. Stressiger als mancher Bossfight, es sind so viele auf einmal. Und Spezialangriff. Overdrive Slash! Das war stabil. Okay, das war hart, selbst für mich. Sir Makaron war ohnmächtig, ist aber wieder auf den Beinen. Chai, du schaffst das. Der Turm ist unbewacht. Wir sind auf dem Weg. Chai, Roquefors Büro ist ein paar Stockwerke über dir. Geh da rauf und tritt ihm in den Hintern. Machen wir. Vorher gucken wir uns noch kurz um. Gibt es noch ein paar Energieteile irgendwo, die wir zusammensammeln könnten? Ne, über einen chillenden Alle Robo. Alle meckern hier übers Essen, aber der Koffeinfreie ist spitze. Ich wünschte, es wäre stiller, damit ich entspannen kann. Na, dann gehe ich halt wieder. Alles gut. Gut, weiter gibt's hier nichts. Offensichtlich geht's durch das Loch in der Wand weiter. Oh. Roquefort hier. Macht alles dicht. Verteidigt unsere Finanzen um jeden Preis. Ein Finanzwitz. Oh Gott, die sind einfach Meister der Netzuge-Superwortwitze hier in dem Spiel. So, wir holen uns ein bisschen neue Energy aus dem Getränkeautomaten. Müsste eigentlich auch was mit abfallen mit der Zeit. Mehr kam nicht raus, mehr kaputt hauen geht nicht, hochspringen auch nicht. Du hast nochmal einen Tipp für uns. Was ist denn dein Tipp? Meine Güte ist eine Weile her, aber ich sehe, du steckst in ziemlichen Schwierigkeiten. Naja, kann man so nicht sagen. Hast du dich gerade für meine Flucht geopfert? Leider nicht. Ich bin nur auf dem Weg zum Mittagessen. Oh, okay. Trotzdem danke. Ich helfe gern. Super. Hier finden wir noch ein Graffiti zum Sammeln. 8 von 24 overall. Einige verpasst, aber war nicht der Anspruch, 100% zu machen. Eher Story durchspielen und gucken, was das Spiel für uns erwartet und bereithält. Erwischt, Chai. Wieso verfolge ich den so häufig?
Es ist so simpel eigentlich. Man muss nur die zwei Kreise miteinander synchron kriegen. Und ich krieg's so oft einfach nicht hin. Vorsicht, hier komm ich. Und wieso denn nicht? Oder muss ich im kleinen Kreis? Jetzt mach doch! Ich sehe sie. In Ruhe. Problemo. Versuch mal hier mit! Vorsicht, hier komm ich! POV, wenn man sich mal wieder anstellt, wie der erste Mensch. Jetzt hau's doch einfach kaputt. Versuch mal hier mit! Erwischt, Chai. Wieso? Ich muss doch nur den grünen und den gelben Kreis synchron bringen. Es ist doch synchron. Oh, da muss es ganz außen sein. Ich check's nach wie vor nicht. Vorsicht, hier komm ich! Nee, ganz außen ist es nicht, das muss ganz innen sein. Lass mich mal ran. Jetzt stell dich mal nett so an. Ich laufe nochmal drei Meter. Weiß nicht, irgendwas ist gerade kaputt in meinem Spiel hier anscheinend. So. Erwischt, Chai. Du schaffst das, Mac. Ich sehe sie. Auf sie, Makaro. Lass mich mal ran. Link ist alt. Gedrückt halt. Vorsicht, hier komm ich. Zeig's ihn. Erwischt, Chai. Das ist basic von diesem Spiel, dass du das immer wieder tun musst. Und er verkackt so oft. Halleluja. Meine Güte, wie oft kann man sich denn bitte hier anstellen? Das ist ganz tragisch. Da ist ein Weg unter ihnen. Naja. Man kann nicht alles können und das ist tatsächlich irgendwie so eine Sache, die mir so oft misslingt. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja wirklich nicht die ersten 10 Minuten in dem Spiel, wo ich hier habe. Keine Ahnung. manchmal läuft es einfach gar nicht. Da, einmal ein Jumppad. Wie oft müssen wir? Dreimal. Eins, zwei und das war's. Ne, den dritten hat er wohl nicht mitgenommen. Eins, zwei. Hä? Wieso nimmt er denn den letzten nicht? Wieso habe ich denn vom letzten keine Anzeige mehr? Eins, zwei. Hä? Ach, ich muss hier Q machen. Ah, verstanden. Hab den Haken erst nicht gesehen. Da war ein Haken an der Sache, den hab ich wohl nicht gesehen. Das kann auch schlechte Wortwitze machen. Pass mich dem Niveau des Spiels quasi an. Showtime, Korsika! Ich komme hier schon klar! 3, 2, 1, go! Lass ihn rund, Korsika! Ich versuch's mal! 3, 2, 1, go! Und los geht es, der Lauf gegen die Zeit. Ah, ich muss es frei schießen. Schade. Ja, bitte? Jetzt spurte dich. Nein, die Zeit reicht nicht mehr aus. Ich. Zeig's ihn. Versuch's hiermit. Reicht nicht. Es reicht nicht. Ich muss von vorne. Mein Gott, wie bitter ist es denn einfach? Hey! Okay, und nochmal in schnell und in schön. Aber die Musik ist geil. Versuch mal hier mit. Geht doch. Da kommt was. Was ist das? Es ist groß, es ist grün, es ist neu. Es ist grün, wir brauchen bestimmt ihn hier. Oha. Zeig's ihn! Ich kann mal die Arme hoch. Korsika, das mach ich! Das ist wie eine riesige Schildkrötenkrabbe, was auch immer. Hau ihn kaputt! Ich weiß nicht, ob er so schon Schaden kriegt. Ich glaub's fast nicht. Ich glaub, der Einzige, der hier gerade Schaden nimmt, bin ich.
Wir beschützen alles. Ich kann das aufhalten. Auf geht's. Wer ist dran? Diese Arme blockieren alles. Warte, bis es unaufmerksam ist. Ich sehe es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, was ich hier tue, aber ich würde sagen, ja. Jetzt wieder einmal blocken. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es gibt Viecher, die kann ich einfach nicht leiden. Das ist eins davon. Immer dann, wenn ich... Bitte sag, dass ich nah dran bin. Arianbus, bin ich echt... Ist wohl gegenüber eines Atriums, zu dem du gleich kommst. Nicht gut. Wenn du vor mir irgendwelche Abkürzungen findest, sag Bescheid, ja? So, die paar Teile nehmen wir noch mit, damit wir uns den nächsten Chip kaufen können oder einen Chipplatz, je nachdem. Ich habe so viel Steckplatzteile gefunden, aber ich habe viel zu wenig von diesen Teilen, um mir neue Chipplätze zu kaufen. Aber gut, ich habe sehr viel halt in Live investiert. Irgendwo müssen die Teile dann ja herkommen oder reingewandert sein. Doch, mehr ist nicht, aber ich kann hier kaufen. Peppermint! Spezialangriffe könnte ich einen neuen organisieren, aber ich bin mit dem eigentlich sehr zufrieden, den ich hier habe. Aber der Rampensau sieht doch witzig aus, betäubt alle Gegner. Aber ich kann halt immer nur einen gleichzeitig nehmen, das ist ein bisschen schade. Wenn ich da mehrere haben könnte, würde ich mehrere nehmen. 65.000 kostet ein zusätzlicher Chipplatz. Ah, dann werde ich mir das jetzt gerade nicht leisten können. Achso, man hat hier nur eine Chance auf doppelten Schaden. Ich dachte, das wäre ein Static Stat gewesen von dem Macarons-Angriff. Boah, dann weiß ich gar nicht, ob es sich lohnt, den zu kaufen. Ich bin bei so Proc-Chancen immer so ein bisschen, weiß nicht, ich habe lieber irgendwie feste Werte, wo ich mich verlassen kann. Na gut, aber nachdem ich mir eh keinen zusätzlichen Chipplatz gerade leisten kann, muss ich eh noch weiter sparen. Selbst wenn ich es wollte. Alle Batterien einsammeln und dann gucken wir mal, wenn der große Wendelei-Statue. Wendelei. Ja, ich glaube, das ist das Atrium. Sieh nach links oben. Ja, ich seh's. Rockfors Büro ist auf diesem Balkon. Haha, derbe. Ich bin dran. An alle Einheiten, die Räume betreten, bitte die Türen benutzen. Es ist sehr teuer, zerstörte Wände zu ersetzen. Vorher sammeln wir noch ein bisschen den Stuff, der hier so links und rechts am Weg verteilt liegt. Nehmen wir natürlich gerne gratis Chips und Einheiten mit, die wir so bekommen. Perfekt. Hier gibt es noch ein neues Graffiti zu dem On the Job. Von einem Schraubenschlüssel. Dann ist die Seite ausgekundschaftet. Hier oben gibt es einen Greifhaken, aber da komme ich nicht heran von hier. Muss ich denn generell hin? Wahrscheinlich über die Bahn hier. Weil hier oben ist auch nochmal was. Wie kommt man da hoch? Gibt es hier auch sowas zum seitlichen Hochspringen? Das wäre dann wahrscheinlich die einfachere Variante. Oder muss ich von da hinten irgendwie durch? Nee, ich muss nochmal nach hier nach oben, glaube ich. Der Seite, wo ich gerade war, anders kriege ich die Höhe gar nicht zusammen. Also nochmal hier hoch. Und dann da drüben zu den Kisten. Das ist hier ein eingezäunter Bereich. Hier geht doch gar nichts. Hier komme ich auch. Ach doch, ich kann drüber jumpen. Ah, hier ist noch eine Loot Chest. Perfekt. Die hätten wir fast stehen lassen. Aber aufmerksam sein lohnt sich hier in dem Spiel trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht so die krassen Sachen immer rausblicke, aber mitnehmen auf jeden Fall. Blick.
ein gratis Lebenskernteil. Sehr schön. Haben wir wieder eins mehr. Sehr gut. Jetzt wahrscheinlich hier hoch und dann darüber. Oh, und hier ist Tür Nummer 8, die ich nicht aufbekomme. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mal dahinter kommen, was es mit diesen Türen auf sich hat. Oder es ist ein nachträgliches, ich komme hier wieder ins Level. Zusätzlicher Einstiegspunkt. Das könnte auch sein, wenn man das ein zweites Mal durchspielt oder wenn man einzelne Level nochmal anspielt, dass man hier rauskommt. Ein Missionsbericht, wie auch immer. E-Mail zur Statue im Atrium. Ich möchte mich bei allen bedanken, die am Bau der übergroßen Version meiner selbst beteiligt waren. Diese Errungenschaft kann gar nicht genug gelobt werden. Zwar könnte man sie als ich-bezogen und egomat bezeichnen, dennoch doch dem widerspreche ich. Vielmehr ist dies eine Würdigung dessen, was eine einzige Person erreichen kann. Ich persönlich finde sie, wenn überhaupt, subtil. Als Self-Made-Man, abgesehen von meiner Herkunft, meinem ererbten Reichtum und der Tatsache, dass ich an der Spitze angefangen und mich zur Seite vorgearbeitet habe, um an diese Position zu kommen, hoffe ich, dass dieses Werk daran erinnert, dass auch du, ja du, eines Tages an der Spitze des größten Unternehmens der Welt sein kannst. Na, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Och nö. Mist! Ich wollte doch nach oben. Keine Panik. Mr. Chai hat uns versichert, dass er, Zitat, dran ist. Zitat ja. Ende. Super. Schüttle danke, Cinnamon. Du bist gleich da. Bist einfach so. Ja, motivierend. So viel zu dem tollen Emotionsroboter hier. Versuch mal hier mit. Bam. Und wir prügeln uns hier fleißig durch. Bevor ich den Spezialangriff nutzen kann, muss das Schild zerstört sein, sonst nützt mir das ja gar nichts. Doch wir springen nach hinten, nutzen dann unser Riff. Aber sie alle auf einen Haufen, sehr gut. Passt sehr gut. Und das ist so ein komisches Miezekettchen, bei dem ich nicht ganz weiß, wie ich es kaputt kriege. Aber draufhauen, irgendwann ist schon kaputt. Und verlassen hat er verpatzt. Aber es reicht für den Kill auch im zweiten an. Gutes Timing C. Punktzahl und Abschlusszeit Rang S. Overall Rang B. Weiter geht's. Hier unten war nicht noch eine Plattform, habe ich mich gerade. Verschaut. Auf geht's! Auf Kippen! Mann auf! Angab! Vorsicht, wir können nicht! Dorfiger, machst du das? Bin schon da, Chai. Das war simpel. Wenn auch nicht smart, hart. Schnell und schmerzlos. Na, hier oben gibt's nichts weiter. Können wir uns weiter schwingen? Alle Einheiten im Atrium, tut, was ihr tun müsst. Ich zahle auch eine Überstunde. Weiter so, Chai. Erstens, ich wollte das sowieso machen. Zweitens, ja. Ich kann eigene Entscheidungen treffen. Ich bin erwachsen, sagt der Typ, der gerne Kanonenkugel spielt. Es hat funktioniert. Ah, da hast du recht. Aber ja, tatsächlich, irgendwie hat es funktioniert, wenn auch wieder nicht ganz so wie wahrscheinlich ursprünglich gedacht, aber es ist ja egal. Der Weg ist bekanntlich das Ziel. Wenn wir auch Umwegen hinkommen, dann soll es uns auch recht sein.
So, hier gibt es nochmal eine Notiz, die lesen wir. E-Mail an Budget Challenge. Ich danke allen Abteilungen des Unternehmens für ihre Teilnahme an der Budget Challenge. Zwar war es schwierig, unnötige Kosten einzusparen, doch im Ergebnis sorgte dies für unser bislang gewinnbringendstes Quartal sowie eine Erhöhung der Boni für unsere leitenden Angestellten. Meinen besonderen Dank gilt der Finanzabteilung für ihre Idee, die linken Arme und Beine der Programmierer in der Entwicklung zu entfernen, um Kosten zu sparen. Einfach genial. Ich weiß ja nicht, habt ihr wirklich keinen linken Arm und Bein mehr? Nö. Also ihr zumindest habt noch alle. Hier sind noch ein paar Kisten und eine Goldstatue, die nehmen wir auch noch mit. Laden unsere Special-Fähigkeit einmal auf. Um möglichst viele von diesen Teilen da rauszukriegen, sollte man im besten Fall immer perfekt den Takt treffen, hieß es ganz am Anfang. Haben wir jetzt einmal nicht geschafft, aber in Summe bin ich zufrieden. Und dann geht's wo weiter? Hier durch die Tür. Hier komme ich nicht weiter hoch, das heißt, es muss hier weitergehen. Nochmal ein neues Lebenskernteil. Und wahrscheinlich besteht uns wieder ein kleiner Kampf bevor. Bitte konzentriert euch auf die Arbeit. Oh, hier ein paar Kisten. Aber schönes Brieffoto haben sie hier von uns. So, hier an der Seite gibt es noch ein paar Balkone. Oh Gott, jetzt kommt wieder mein Kryptonit. Vielleicht schaffe ich es auch dieses Mal auf Anhieb. Nein. Versuch mal hier mit! Vorsicht, hier komm ich! ASCII, Plot, ich weiß nicht, was da manchmal so dran hängt, dass es gar nicht geht. Lade dich doch auf, wir müssen den Staubsaugerroboter mitnehmen. Die dreht es auch ganz gut rum auf ihren Bürostühlen. Nochmal ein Chipteil. Ich weiß gar nicht, so viele Stahlkreis-Chipteile kann ich gar nicht verwenden. Ich habe einfach nicht genug von diesen Elektroteilen oder Zahnradteilen dafür, um die jemals irgendwie aufzubrauchen. So, mehr geht nicht. Haben wir zwei Wege, zwei Türen, die aufgehen. Eine, die offensichtlich war und eine, die ein bisschen versteckt ist. Kann ich hier machen. E-Mail an die Hoodie-Vorbestellung. Aufgrund des Aufruhrs wegen der entwischten Defekts aus unserer Wenigkeit und Kales Zusicherung, dass die Lage endgültig geklärt würde, haben wir begonnen, Vorbestellungen für die humorvollen Hoodies mit der Aufschrift "Ich habe das Defekt-Fiasko in Project Armstrong überlegt" anzunehmen. Diese werden mit einem weißen Nimbus-Farbverlauf und dem Text in einer Schriftart namens Tangolian Rail verfügbar sein. Außerdem sind sie für die Überleben der Angestellten durchgehend nummeriert. Bitte geben Sie über den unten stehenden Link Ihre Größe an. Hinweis der Sicherheit, nicht autorisierter Link entfernt. Perfekt. Wer weiß, wo wir da wieder rausgekommen wären. Was sich da der Roboter-Mitarbeiter für einen Schalm erlaubt hat. Vielleicht wären wir bei Roboter-Katzenbilder gelandet oder anderem. Wir werden es hier nicht erfahren. Gesundheitstank. Nein. Sehr schön. Haben wir zwei, die unsere Gesundheit über die volle Lebensanzeige hinaus nochmal aufladen und speichern. Das heißt, wenn meine grünen Balken alle voll sind, geht's unten in den Tank rein und bei Bedarf füllt's das auf. Also rechts, links, links, Mitte. Rechts, links, links. Weg ist nichts mehr. Dafür gibt es hier noch ein bisschen was. Hier sind wieder relativ viele von diesen E-Mails und Notizteilen. Hinweise im Wendelay-Handbuch. Handbuch für Wendelay-Angestellte. Hier erfahren Sie in einfachen Schritten, wie Sie zum mächtigsten Unternehmen der Welt werden. Machen Sie alles besser als alle andere und verdienen Sie mehr Geld. Sternchen. Alle 150.788 Unterbedingungen werden in diesem Schritt werden im teilnahmepflichtigen Online-Tutorials behandelt. Alle Angestellten haben eine Woche Zeit, diese Kurse zu absolvieren. Denken Sie daran, dass dieses Angestelltenhandbuch gelesen werden muss. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber wir sind ja kein Angestellter, wir sind ja das angebliche, ja, Fiasko, der Defekt des Unternehmens.
Mann, das bockt schon auch. Auch wenn man nicht viel tun kann. So, endlich. Feuerroboter. Ich bin hier. Ja. Bitte sehr. Und Overdrive Slash. Oh, wir waren doch voll. Jetzt. Overdrive Slash. Ey. Die macht schon Schaden, wenn sie mal voll ist. Was ist denn mit diesem Vogelroboter? Wieso haut mich der dann immer wieder irgendwo hin? Autsch. Wir parieren. Immer zwei Schritte, okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank lief das gerade so smart. Das war ziemlich gut. Bin begeistert. Jawohl, ja. Problem gelöst. Und jetzt wieder darauf. Okay, wir wechseln in den Mini-Side-Scroller. Oh, und da gibt es eine einzuschlagende Wand. Ich mag einzuschlagende Wände nicht. Macaron, bereit zum Umdekorieren? Hm. Schaffst das, Mac? Ich krempel mal die Arme hoch. Versuch mal hier mit. Erwischt, Schall. Das ging flott. Perfekt. Einfach seinen kompletten Schädel mal um 20 Meter nach links versetzt oder so. Mehr gibt es hier nicht. Kein links und rechts, wo ich noch ranspringen könnte. Gut, dann haken und weiter. Eigentlich will ich hier unten noch die Sachen einsammeln. Elektrohall, Kernteil. Perfekt. So, dann einmal mit dem Haken hier wieder hoch. Hm, wenn es uns lässt. Jetzt. Werden wir jetzt tatsächlich am Büro von Ruff Rockford oder Rockford, wie auch immer er hieß, ankommen? Wie hübsch es hier aussieht eigentlich. Oder gibt es nochmal neue Komplikationen? Auf jeden Fall noch ein paar versteckte Teile. Die sammeln wir vorher ein. Was zum Lesen, Rockford Meeting Vorbereitung. Die Personalabteilung sagt, ich soll am Ball bleiben und all meine Aufgaben und Erfolge aufschreiben, um motiviert zu bleiben. Tja, dieses neue Budget ist vielleicht etwas höher, aber ich betrachte es hinsichtlich der öffentlichen Meinung als guten Zug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockford das anders sieht. Er scheint mir recht vernünftig. Ich bin so zuversichtlich wie nie. Hier gibt es noch ein Graffiti von Mr. Wendelei himself. Gut, und dann haben wir noch mal einen Kaufshop. Wir könnten noch ein paar Sachen dazu organisieren, bevor es wahrscheinlich in den nächsten Kampf geht. Items. Zusätzlicher Chipplatz kostet immer noch viel mehr und ich weiß nach wie vor nicht, ob es sich lohnt. Mehr Leben kaufen könnte tatsächlich sinnvoll sein oder halt ein paar Angriffe doch mal aufwerten. Ich guck jetzt hier noch mal kurz durch. Was kann denn Pepper nämlich? Beim Landen eines Taktreffers während einer Lufteinhalt Kombo. Master Blaster. Ich probiere das einfach mal auf. Keine Ahnung. Muss mir die noch separat irgendwie benutzen? Nö, kauf einfach mal jedem eins dazu. Double Bass Drop. Beim Landen des Taktreffers wäre eine Bodenkombo. In einer Luftkombo. In einer Bodenkombo. Wir nehmen die Bodenkombo, kaufen die mal dazu.
Und hier Hochsicherheitsrisiko beim Landen eines Zacktreffers während einer Bodenkombo, Luftkombo. Wir nehmen Bodenkombo. Gucken mal, ob uns das irgendwie weiter hilft im nächsten Kampf. Ringelingeling. Ein Telefon. Das ist mal was Neues. Geh ran. Hallo? Du hast einen netten Auftritt hingelegt. Aber wenn du meinetwegen hier bist, kehr lieber um. Du willst einen Deal machen? Komm schon, Mann. Meinst du, ich lass dich unseren Plan durchkreuzen? Profite verschenken? Hier geht's nicht um Geld. Es geht immer ums Geld. Komm uns nicht in die Quere, sonst bereust du's. Das werden wir ja noch sehen. Er lässt uns einfach rein? Der Typ ist doch nur ein lurchiger Lauch. Ich weiß nicht, Chai. Roquefort hat einen schlechten Ruf im Büro. Irgendwas von wegen Wolf im Schafspelz. 100.000 Samurai-Robotoren. Robotoren, ja, Roboter. Time is money. Das wäre doch zu einfach. Roquefort, Spectra-Schlüsselkarte. Her damit. Oh ja, sicher. Nimm sie. Was glaubst du, wer ich bin? Tja, Samurai ist er ja. Naja, Fragen kostet nichts. Du machst mich so wütend. Ich lag auf dem Sterbebett, als Kale mich rettete. Ich war klug, aber schwach. Er hat das korrigiert. Wirklich? Warum wolltest du dümmer werden? Das ist eine gute Frage. Das ist Zeitverschwendung. Und weißt du was? Zeit ist Geld. Und ich werde nicht noch mehr davon verschwenden. Ich werde dich verschwenden. Nun, wie fühlt es sich an, jemanden zu unterschätzen? Eigentlich ganz gut. Ich bin mir sicher, ich krieg das hin. Ach, das ist wörtlich gemeint mit dem Wolf im Schafspelz. Wow. Miau, miau, miau. Leute? Wo ist deine große Klappe jetzt, Bubi? Der escalated quickly. Wolfsding? War doch kein blöder Scherz! Du bist halt so ein Kane. Dann musst du an mir vorbei. Okay, das war jetzt tatsächlich unerwartet. Ich hätte den Luftattacken nehmen sollen, glaube ich. So, der erste Teil sieht mir noch ziemlich simpel aus. Das war noch relativ simpel, aber ich glaube, da kommt noch was. So, es geht einfach weiter, voll. Du schaffst das, Mann! Du machst uns keine Ahnung! Vom Leib. Macaron! Du machst uns keine Angst. Overdrive Slash! Incoming! Overdrive Slash! Wow, hat einfach keinen Schaden gemacht. Du schaffst das, Mac! Ich sehe es. Wir müssen warten, bis Macaron wieder aufgeladen ist. Versuch's mal hier mit! Rumpel! Das reicht! Machst mich nur noch wütender. Ach ja. Geht das denn überhaupt noch? Oh oh. Gehen wir irgendwohin, wo es sicher reicht. Wo wir nicht die Nachbarn stören. Es war natürlich viel zu einfach. Und los geht's. Auf geht's!
Vorsicht, hier kann ich. Au. Okay, ich muss rausfinden, wie er jetzt funktioniert hier. Versuch's mal hiermit! Du machst uns keine Angst. Bleib möglichst viel in der Luft, in der Hoffnung, dass ich so mehr Attacken dodgen könnte. Pass auf, Chai! Ruf mich rein, ich helf dir! Du machst uns keine Angst. Okay. Links, passt. Na bitte! Das hat erstaunlich gut funktioniert. Alles bereit? Peppermint, du bist dran! Au. Ja, in der Luft bleiben ist tatsächlich, glaube ich, die Meta hier gerade. Ach nö. Parade. Nicht meine Paradedisziplin. Au. Ah, shit. Komme ich denn hier durch? Also gut, den drei Dingern muss ich blocken, muss ich parieren, damit ich sie zurückschleudere. Das ist mir soweit klar, aber wo ist die Lücke, um hier durchzukommen in diesem Lasernetz? Das ist irgendwie... Weiß nicht, das habe ich gerade irgendwie nicht verarbeitet so schnell. Okay, soweit so gut. Hä, aber hier gab es doch gar keine Lücke. Ich check's nicht so ganz. Muss ich einfach weiter auf dich hauen oder was ist hier los gerade? Ich check's nicht. Das ist einfach nur ein Bait gewesen. Ich glaube, es war einfach tatsächlich nur ein Bait. LOL. Spectra. Der Gewinn, der uns entgeht. Die Zahlen sind da und du bist raus. Mhm. Wow, das macht keinen Sinn, du Trottel. Macht's nicht, aber es ist egal. Ich hab gewonnen. Tschüss. Alter. Verlass mich auf Aktien. Dein Kurs fällt. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht beendet. Du machst uns keine Angst. Auf geht's. Bin da. Showtime, Kaffee. Bleib am Ball, Scheiß. Peppermint, da kommt's. Komm, komm, zurück. Okay, was? Los, Peppermint. Du machst uns keine Angst. Zeig's ihn! Du machst uns keine Angst. Wo ist er? Peppermint, da komm! Ich sehe sie. Ich sehe sie gar nicht. Ich krieg hier einfach nur auf die Mütze. Das ist gar nicht gut. Ich hab nicht mehr so viel Life. Hä, wie soll ich denn dem ausweichen? Zahlst du den Preis? Rein da. Okay, den Part konnte man relativ schnell umgehen. Einfach ran und draufhauen. Das war, glaube ich, nur ein Bait mit dem Lasern hier. Die Zahlen sind da und du bist raus. Falls das wiederholt wird. Das macht keinen Sinn, du Trottel. Ja.
Wasser, Verzeihung. Ich verlasse mich auf Aktien. Dein Kurs fällt, Kleiner. So, ran da. Du schaffst das, Mac. Alles bereit? Auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Ist Macht. Overdrive Slash. Hackerman! Alles klar, mach's gut. Danke fürs Reingeschaut haben. Hackerman, komm! Ich glaube, man kann hier einfach nur möglichst lange in der Luft bleiben. Irgendwie gibt es hier viel zu viel Schaden von allem und nichts. Na los, Peppermint! Was war das? Peppermint! Du machst das länger! So leicht mach ich dir nicht! Peppermint, na komm! Rockford, das reicht! Weiß ist du hoch! Das ist unsere Chance! Zusammen nehmen wir es mit ihm auf. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Ah, ich hab's einfach zu viel verpackt hier. Ah, der kam zu viel auf einmal, das war nicht so smart. Aber das möglicherweise hat's gereicht. Du glaubst echt, du kannst gewinnen. Ja, ich hoffe es doch sehr. Aber solange du mich wütend machst, geh ich nirgendwo hin. Es ist Zeit, Gewinn zu machen, indem ich dich. Oh! Umsatz für Quartal 3 verbucht. Vorsicht vor fallenden Gewinnmargen. Das war doch dann jetzt doch gar nicht so schwierig. Aber war ein schöner aufgeteilter Fall, den hatten wir relativ gut hingekriegt. Nur diese Münzen dodgen von unten, das war mir irgendwie so ein bisschen wir sind hier. Geläufig. Was hättest du sehen sollen? Was für ein Kampf! Wir haben durch die Tür zugesehen. Lady Corsica schlug vor, sie das erledigen zu lassen. Ja, danke fürs Zuschauen. Cinnamon, wir müssen nicht alles wiederholen, was wir hören. Der Letzte auf der Liste, Kale. Yes. Bist du bereit hierfür, Peppermint? Bin ich. Das endet hier. Jawohl! Damit haben wir Track 10 abgeschlossen. Der große Plan mit einem stabilen Rang B. Ich glaube, das kann man lassen, obwohl ich den Rang B nicht so ganz verstehe, weil wir eigentlich durchweg A hatten. Mit zweimal B und einmal S, das irgendwie das zum A ausgleichen sollte. Keine Ahnung. Egal. Kay schmiedet klügere Pläne als wir, besonders als Mr. Chai. Wir sollten vorbereitet sein. Ich sollte optimistisch sein, aber ich bin besorgt. Hey, Leute. Stimmungscheck. Macaron, du musst jetzt mal positiv denken. Peppermint, es wird schwer, aber lass dich nicht von Gefühlen ablenken. Corsica, ich zähle auf dich und deinen kühlen Kopf. Und Cinnamon, mach einfach das, was du immer machst. Echt? Ich mag den neuen Chai. Er hat's weit gebracht, oder? Also, bereiten wir uns vor. Ja, gut. Dann war das jetzt Track 10. Den haben wir geschafft. Wir haben hier den Rockford erfolgreich verprügelt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns dann im nächsten Part an, wie weit das noch hier weitergeht. Angeblich gibt es 12 Parts. Ich sage bis hierher Dankeschön fürs Zugeschaut haben und wir sehen uns dann hoffentlich in Part 11 wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.